ist ein Vater, es geht sehr gut, in den Kühlschrank betrachtend. Sagt er, wie viel Vergangenheit nährt Gegenwart? Wie viel Gegenwart Vergangenes, wann spricht wer von beiden vor, imperfektes Präsens, weshalb wodurch? Das Handwerkszeug, die Tempi zu verworten, das sei hier eingeräumt, steht mir nicht wirklich zur Verfügung. Es ist ein Stückwerk Puzzle und scheint vergebens, nichtsdestotrotz, sie greift mich dennoch auf, oft unvermutet, die Gegenwartsvergänglichkeit. In welchen Bildern Herkunft passen, wie ihre Spuren messen und was heißt anders sein? Auf der Suche nach den Pferden bleiben die Dinge, sie werden Körpertexte, Distanz der Nähe, auch umgekehrt Text und Körper. Es ist nicht der erste Blick, der Geschichten reifen lässt, es ist der Blick des Blickes, der uns erzählen macht, ein Blick des Blickes auf den Blick. Ein Nebensatz tritt plötzlich ins Mark des Sagens, wo Wahrnehmung imaginiert sich vorstellt, dass ein Schatten fließt, der sich umläuft, Gedächtnisschleifen, gar Wurzelschlingen, die sich verkrallen, mitunter ein farbgeformtes Kaleidoskop ins Künftige sind, glaube ich, ausschließlich Zeitpirouetten im Notkonstrukt der Uhren, spannen nach, was sonst Vergessenheiten generierte, sie tauchen auf, allmählich sprunghaft tauchen ab. So kann ich schreiben, nicht alles, was Konsum andeutet, ist Mangelwarensucht der Seele. Ein Kühlschrank kann die Welt erklären. Eigenväterlich war Vater, ein Migrationsgalan, ein eleganter Wörterschmeichler, ein Fabulant, zudem ein Kaktusfeigenbon vivant, ein Ölsardinenkoster und nicht nur nebenbei, ein unerschrocken warmbeherzter Familiärer, indes vor allem eines Unandalus ardiente mit Leidenschaft, ein Andalusier, Maure, Jude, Ränkeschlichter, Feierabendzeitnomade, Katholik, ein Päpstlicher, ein Äffchenimitator war er auch, ein Stierkampfwolken-Spezialist, ein Eckballkonnoisseur und nicht nur zu guter Letzt ein spendabler Gastgeber. Ein Heimwärts-Cicerone, seine Lust geboren aus Verlusten, das machte ihn zum Freundeslager. Großmütig, nobel, mit jenem sanften Hauch levantinisch kluger Kruspe, die nach Sonnenaufgang schmeckt und Orientierung Brot, musste immer sein und im Überfluss Oliven und Wurst und Käse, Wasser, Wein und Bier, infolgedessen unumgänglich ein guter Ort der Aufbewahrung. Die wichtigste Errungenschaft unserer ersten Wohnung im Südschwarzwald war dementsprechend ein weiß gebrauchtes Hilfsgerät, made in Germany, der Kühlschrank lange Leder. Mein Vater war unser Bosch-Überlebensadjutant, der hochwertigste aller Löhne seiner gastarbeitenden Triumphe, war ein vielversprechender und treulich dienender Garant seiner Herzensgesten. Ein Kühlschrank war für ihn das simple Manifest potenzieller Einladungen, jederzeit ein Gegenstand als Gleichnis. Herzlich willkommen für mich, ein veritables Vaterbild, er, der Gastarbeiter, der gerne Gäste hatte. Hereinspaziert, entlang pflegte Vater feierfreudig auszurufen, wenn er sich und uns wieder einmal die zu Bewirtenden eingeladen hatte, ein Wochenendpläsier. Dann nahm die väterliche Führung ihren Lauf, ein Ritual, das Domizil als Sehnsuchtsgrad. Bereut zunächst, was man schlicht mit Wohnzimmer bezeichnet, im Grund ein Empfangssalon, dicht aufzudern, die Präsentation unserer Kinderzimmer, danach das blitzeblank geputzte Bad, im Schlepptau auch gleich mitbetrachtet, die Pflicht der stillen Örtchen und Standtepede auf das Elternschlafgemach zu deuten und ganz zum Schluss das absolute Kleinod aufzusuchen, unsere Küche. Darin der Lebensmittelpunkt, sein Kühlschrank, der prallgefüllte, selbstverständlich fach und fach vorhandenes, für ihn ein Glücksgefühl und mir Metapher. Ich vermute, es lag am spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 und an der Zeit, die folgte. Wisst ihr, erzählte Vater, wie ich als Kind Fleisch gegessen habe? Ich stellte mich auf den Markt unter einen in der Luft gut abgehängten Jamón Serrano, atmete tief und innig ein und verschlang auf diese Art und Weise den besten aller Schinken. Danach besuchte ich das Brot. Anschließend ging ich satt nach Hause und verdaute die wundervollen Köstlichkeiten meiner insgeheimen Duftreviere, bis ich jenen Hunger erneut verspürte, den ich euch nicht beschreiben kann. Ein Hunger, den nur der Krieg gebiert, das gefräßigste aller Neuer. Nicht immer, aber häufig, wenn ich den Kühlschrank öffne, denke ich an
meinen Vater. Ein Blick auf den Blick des Blickes, der genügt. Dann lächle ich mich satt. Father's sketch, contemplating my aid refrigerator. How much does the present feed upon the past? How much the past upon the present? And when does one call upon them both? Imperfect present, wherefore, whereby? I must concede that the apparatus for X, pressing time, is not particularly at my disposal. It is a patchwork puzzle all for naught, nevertheless, it captivates, seizes me all the same quite unexpectedly, the transience of the now. With what images to comprehend providence, how to measure her vestiges, and what is it to be other? In search of tracks, the objects remain. They become corpo, real, texts, the distance of proximity. Also the other way around, text and corpo, reality. It is not at first glance that tales mature. It is the vision of visions which drives us to narrate. The vision of visions at a glance. A clause which strikes us to the core of our speaking, where perception imagines, conceives that cornice of shadows revolving around itself, loops of memory casting roots which claw deep, and every now and then a color-shaped kaleidoscope to that is yet to come. They are, I think, only pirouettes of time and the scaffolding of hours, stretching out towards that which otherwise produces forgetfulness as they emerge gradually. By leaps and bounds they submerge so I can write. Not everything which implies consumption is addiction to those scarce commodities of the soul. A refrigerator can explain the world. Can. Father was a father to himself, a gallant of migration, an elegant sycophant of words, a teller of tales. Moreover, a prickly pear bon vivant, a sardine epicurean, and not only incidentally an intrepidly warm-hearted family man, above all, un Andalus ardiente, with passion one Andalusian, Moor, Jew, an adept mediator, an off-hours temporal nomad, Catholic, a papist, and one who knew how to play ape, an expert in the dance of matadors, a corner kick connoisseur, and last but not least, a lavish guest host, a homeward cicerone, his passion born of sacrifice that made him a gatherer of friends, magnanimous and noble with each gentle breeze of prudent Levantine impudence, tasting of sunrise and orientation. There was always bread and olives in excess, sausage and cheese, wine, water, beer, and so inevitably, a good place for safekeeping. The most important acquisition of our first apartment in the southern Black Forest was appropriately a white-bellied auxiliary device in Deutschland hergestellt, made in Germany, the refrigerator, la nevera. Our Bosch survival adjutant was for my father the most valuable of all rewards of his guest worker triumphs. It was an auspicious and true serving guarantor of his heart's gestures. A refrigerator was for him the simple declaration of potential invitation at any time, an object as metaphor welcome. For me, a veritable image of my father, he, the guest worker, who loved to have guests. Come in, entrad, my father would call out in joyous celebration when he had once more invited the feasters to his and our abode. A weekend pleasure, then father's tour would run its course, a ritual. The domicile as nostalgia tracked, ogling initially what one modestly deemed living room, in fact, a reception area. Thereafter, the presentation of we children's rooms, the bathroom, polished spick and span, all contemplated in his wake, the duty of the water closet, the parents' bedroom post-haste, and finally, to behold the unfathomable treasure, our kitchen. There in the center of our lives, his refrigerator, filled to bursting as a matter of course, it was all there, shelf upon shelf. For him, a sense of pleasure, for me, a metaphor. I suspect it all goes back to the Spanish Civil War, 1936 to 1939, and to the times that followed after. Do you know, father said, how I ate meat as a child? I positioned myself in the market under a hanging lamb, a hanging leg of finely cured jamón serrano, inhaled deeply and fervently and consumed in this way the very best of hams. Then I visited the bread.
Afterwards, I went home full and digested the wonderful delicacies of my secret provinces of scent, until once more I felt those indescribable hunger pains, a hunger born only of war, that most gluttonous of all maws. Not always, but often, when I open the refrigerator, I think of my father. One glance upon the vision of visions, and I smile myself full. Thank you.